Masmat! Hallo und herzlich willkommen auch erstmal hier den. Meine Lippen waren rissig und vom Sand ganz getraut, ganz trocken. Mutig schritt ich meinem Schicksal entgegen. Der bedachte ihr letztes Mal an sie. Also, herzlich willkommen zu Let's Play Spelunky. Mit mir, eure Masov. Bin sehr erfreut, das hier zu machen. Habe jetzt schon unendlich viele Versuche hinter mir. Aber nichts hat geklappt, immer wieder lief irgendwas schief. Seien so viele Fledermäuse, okay. Sei es, weil ich den Sound nicht zusammen hinbekommen habe in-game und meine Aufnahme oder weil letzte eine Aufnahme, ich habe sie über drei, also über 24 Minuten. Die war echt gut. Behörde diese tollen Hintergrundgeräusche. Meine Autos, 1 Million Autos. Unglaublich. Naja. Jetzt versuchen wir es. Wir spielen also Spelunky, wie ihr seht. Ich habe es also schon eine Weile echt gespielt. Aber ich möchte es quasi für euch nochmal von vorn. Naja, nicht richtig von vorn. Das ist ein Roguelike-Game mit zufallsgenerierten Levels. Somit. Naja, es ist quasi immer wieder neu. Hier haben wir sehr viele Charaktere, die ich schon freigespielt habe. Und manche waren schon da. Keine Ahnung, ob der da war. Nur noch 6 sind da. Oh, schon mal sowas halt freigespielt, sowas, Pirate-Ding, ja, sowas. Ja, der Mexikaner, der hat Zombie gut gespielt, oh, alles komische Kreaturen. Nein, Menschen. Wen spiele ich denn? Ich glaube, ich nehme diesen Schnien, also diesen, diesen Pedobärler. Ja, das ist so eindeutig ein Pedobär-Kostüm. Den nehme ich dafür. Pedobär, auf zur Mine und tu irgendwas. Werde reich! Ja, ich habe hier sehr viele Dinge schon freigespielt, weil ich das schon gespielt habe öfters. Also hier die ganzen Shortcuts. Damit, na gut, spoilere ich ein bisschen jetzt auch, weil man ja ungefähr erkennen kann, was es sein soll. Tut mir echt leid. Jedenfalls benutze ich sie jetzt nicht. Ihr sollt jede einzelne Level kennenlernen. Also fangen wir doch mal an zu spielen. Die Wände bewegen sich. Ja, die werden zufallsgeneriert. Sehr schick gemacht. Und somit sind wir hier. Hier können wir zum Beispiel peitschen, was nicht schlau ist. Da ist so eine Falle, die kann man auslösen durch sowas zum Beispiel. Also, oder ich falle da einfach hin und krieg 2 Schaden. Das ist bestimmt sehr toll. Da sind Schlangen, die sind relativ einfach zu besiegen, wenn man sie dann besiegen will. Ein Pfeil macht 2 Schaden. Auch an den Gegner. Die springen runter, wenn man unter ihnen auftaucht. Boah, nervig. Manchmal übersieht man die. Hier können Nahgegner drin sein und Schätze, oder nichts. Ja. Oh. Fallschaden gibt's in dem Spiel. Da muss ich mal aufpassen. Steine sind gut. Ja, das war geschickt. Für Fallen auslösen. Oder für, Gegner abschmeißen. Oder. Ja, da hätte ich jetzt nicht hin müssen. Diese Dinger machen instant tot, wenn man drauf hüpft. Aber man kann hier daneben vorbeilaufen quasi. Ja, der hat mich getroffen. So ein Arsch. Oh, naja. Machen wir trotzdem weiter. Schon im ersten Level, also der ersten Mine quasi von 4. Verkacke ich. Ja, die können nerven. Oh, jetzt bin ich tot. Danke, Stein. Ist mir auf den Kopf gefallen. Auch so kann man sterben. Nehmt euch daran ein Beispiel und macht das besser. Naja. Da wäre ein Rubin, aber es sind mir keine 12 Runden wert, die ich brauche, um dort dann vermutlich hinzukommen. Da, dich töten wir, weil ja auch nicht von den Nerven das Bastard. Ich meine, Schlange, ja. Bin ja nicht so, ja, also Kraftausdrücke sind mir fremd. Ich versuche mich zu zügeln. Ja. Hier geht's. Oh, das sind ein paar Bomben wert. Also gibt es da bestimmt noch mehr. Da kann ungefähr 3 Bomben können drin sein, aber auch Seile oder auch wieder oder nichts. Ach da, Bomben. Zack. Jupp, der gibt einen Bussi, ist süß, macht Geräusche, heult, wenn man ihn nicht befreit. Jedenfalls gibt er ein Herz. Nicht zurück, sondern permanent quasi. Das kann sehr hilfreich sein. Und? Ja, eine gute Waffe natürlich. Eine Wurfwaffe, die sie kein zweiter. Sie hat, naja, wer hat schon eine Mobs-Wurfwaffe? Ich bitte euch. Niemand. Nur wir hier.
In Spelunky kann man Möpse werfen, also Hunde, Hunde, Tiere, Frauen, alles. Menschen, Männer. Alles, was man so als Image hier für die rettende Frau wählt. Ja, die ist eine Frau im Tutorial, wird sie trotz Mobs Image auch als Frau bezeichnet. Ja, sehr sexistisch, weißt du. Und trotzdem, vielleicht benutze ich die auch mal deswegen sexistisch. Ja, ich bin ein Sexist extra. Nein, bin ich nicht, aber ich habe nichts dagegen. Auch über solche Dinge, ich will jetzt nicht alles anfragen, wo mal eine halbnackte Frau oder was weiß ich ist, oder weil eine Frau gerettet werden muss. Oh nein, das ist ja nicht so wie diese komische Sarkesian oder wie die mal heißt. Dann erst ist alles anprangern, aber wenn ein Mann mal irgendwo, dann heißt es auch egal. Tut mir leid. Naja, okay, gehen wir weiter. Oh, das ist etwas schwer, kann man nicht so weit werfen. Ja, Spinne stirbt. Schau, was ich hier gerufen habe. Ja, ja, der Felsen hier aufgeschreckt. Stirb. Jo, ich habe hier ein bisschen zerstört, aber diesen Schatz bekommen, der ist toll. Den kann man opfern, aber er gibt nichts so Tolles. Und hier ist der Hund voll unbeschadet. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Oh, das war lucky. Naja. Ups, dich nehmen wir mit, Hund. Also Mops. Mopsi, Monty, der Mops. Ja, yep, das ist ein offizieller Community-Name. Mann! Community-Name. So, endlich habe ich es hinbekommen. Monty, ja. Keine Ahnung wieso. Mopsy wäre doch eigentlich viel. Na gut, vielleicht ist das irgendwas Deutsches. Mopsy. Ja, na gut. Lassen wir mal. Oh, 5000 hat es noch gegeben. Da könnten wir theoretisch noch den kaufen. Yes! Also die Schuhe, die lassen einen auf Eis quasi nicht rutschen und machen Schaden, wenn ich, also mehr Schaden, wenn ich auf den Gegner hüpfe. Kompass zeigt einem an, wo man nach Hause kommt, und diese Bombenkiste gab einen 12 Bomben. Und ich habe 5 Leben dank dem Mobsholm. So, dann gehen wir aber auch weiter. Und wenn man zu lange braucht, kommt ein Geist, der tötet einen instant, wenn man nicht aufpasst. Den muss man dann lieber schnell ins Ziel laufen dann. Oh, das ist eine Schlangenebene. Das merkt man, ja, verreck hier lieber. Das merkt man daran, dass er gesagt hat, Schlangen, also mal so ein Text kommt dann, wenn irgendwann eine tolle Ebene ist. Es gibt sehr viele verschiedene, wobei es einige gibt, die ich persönlich sehr böse finde. Oh, sehr gut, hat er automatisch gemacht. Zum Beispiel die Spinnebene. Mit lauter Spinnen, da auch diese riesigen. Oh, das ist brutal. Hasse ich. Ja. Oh nein, dachte ich. Ja, noch gestorben hier. Dachtest du, du erwischt mich? Wieder Maus. Und das ist ein Seilwert. Yes, aus dem Kasten wieder hoch. Da ist nämlich die Schlangenebene. Und jupp. Gehen wir die Schlangenebene. Von da kann ich dann wieder raussprengen. Denn ich habe ja genug. Ja. Das ist ein bisschen tief. Da machen wir ein Seil hin. Dann können wir das noch ein bisschen. Schön. Ja, das ist eine ziemlich einseitige. Oh, oh, oh. Ja, ich dachte schon hier. Pedobär schafft alles. Da ist also sogar schon das Ziel quasi. Also die Schatzruhe meine ich nicht das Ziel. Haha. Gibt es irgendwas Schönes? Das hohes Auge. Ja. Ich spoiler ein bisschen. Naja, so ist das eben, wenn man schon gespielt hat. Ja, klar, ich kann da nicht hin, weil. Seht ihr, dieser Landbesitzer tötet einen sonst. Also der ist böse. Der wird leicht pissig. Aber, sehr gut. Ist das einfach mal aufgesprungen. Okay, dann machen wir weiter. Wir nehmen Monty hier mit. Den Mopsy, Mopshund. Jupp. Hopp, 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 Pedobär. Sei nett zu allen. Nein! Oh, ich dachte schon. Geh runter. Was, du komische Kreatur, du Mensch, du Bilder. So. Da, der hängt fest, darum töte ich ihn. Ich kann's eben. Oh, hier eine Bombe, weil ich das blaue Item da haben will. Da bin ich Diamant, den Saphir, was auch immer. Du stirbst, weil ich den nicht mag. Dich hau ich, weil ich die Seile will. Tut mir leid, du bist einfach nur ein Opfer. Ein Kollateralschaden. Ach, du hast schon. Oh ja, ich soll nicht beeilen. Den brauche ich aber unbedingt, dann den auch.
Okay, oh ja, schnell weg. Bevor ich noch stirb, egal wie viel Leben ich hab. Böser Geist. Gehen wir weiter. Oh, wir spielen schon über 10 Minuten. Ich muss auf die Zeit aufpassen. Ich habe 20 Minuten circa eingeplant. Wenn wir mehr schaffen, ist auch okay. Aha, hier. Nein, der ist weggesprungen. Bastard. Ja, klar, mach doch weiter. Ja, Kassier. Feig! Ja, Mann! Böse Spinne. Die ist wirklich böse. Die macht auch 2 Schaden pro Hit. Lieber so, also eliminieren. Ich muss gerade so viele Bomben ab, ist das okay? ich glaube, die hat sich aufgelöst, oder? Das ist gut. Okay, gehen wir hier weiter. Na, bist du böse? Nee. Yes, dank dem komischen Handschuh, dem Kletteranzug, kann ich überall hier klettern, also überall, ja, mich festhalten. Dieses Klebeding, was ich von der Spinne bekommen habe, die fixiert meine Bomben. Das ist auch praktisch. Okay, den möchte ich haben. Wenn ich Glück habe und es auf Geschenk kommt, kriege ich das Item. Und das hier ist ein Jetpack, das bringt mir, ja, ich kann überall fliegen quasi. Ah, ich habe genug Geld, nee, habe ich nicht. Okay, ich muss auch passen, dass ich nicht so viel Zeit hier verbrauche. Hatte ich schon. Nein! Oh, mein Geschenk! Oh, noch eine Runde. Oh, ich habe ein bisschen Geld bekommen. Oh, guck mal. Einmal habe ich es geschafft, alles zu verspielen. Kein einziges Mal. Ja, komm. Oh, Mann. Ja, ein bisschen Geld. Auch gut. Hopp. Mein letzter Versuch. Bleibt beim Plus dann. Oh. Und? Nein, aber immer auf Plus. Okay. Kann ich akzeptieren? Hier war nichts, oder? Ja. Okay. Bevor der Geist kommt, einmal drehe ich glaube noch, weil ich gerade so falsch gelaufen bin. So. Viel Glück! Vielen Dank! Als ob ich irgendwie Glück hätte. Und, oh, ja, nein, na, no, danke. Okay. Da muss ich nicht hin. Du stirbst, die Fledermäuse können böse, also gemein sein. Oh Mann. Hoho. Leider. Also die können auch schon sehr unpraktisch auftauchen und dann einen Schaden machen. Oh, ziemlich dumm auch und dann sogar einen töten, also. Ja, da kommt der Geist. Ich glaube sogar hier wird er kommen. Ja, das ist unpraktisch, also lieber mal schnell. Den Mobs habe ich nicht gehabt. Mensch. Da sind wir gerade bei der nächsten Ebene. Beim ersten Versuch gleich hier. Das ist nicht. Oh, ich war schon tot. Also beim zweiten Versuch. Das wollte ich ja nicht unterschlagen. Die töten einen nicht gleich sofort, aber machen extrem viel Schaden. Also 4. Ich könnte sogar jetzt überleben. Los! Treff diesen. Ja, klar. Ja, der explodiert, wenn er getötet wurde. Zack. Hier muss man etwas aufpassen. Ich will nicht so viel Schaden kassieren. Die schmeißen die Mumien auf einen, logischerweise. Sonst hätten die den nicht. Da, ich kann sogar hier fixieren. Oh oh. Wollte nicht sterben. Das ist ein Mini-Frosch, der einem nichts macht. Baby quasi. Ja, warum? Warum musste ich das tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass der Gegner rauskommen kann, aber ich lasse ihn hier da hinten. Und ich habe wieder Geld. Geld ist toll. Oh oh. Ja. Oh, das Fixieren der Bombe ist geil. Früher dachte ich, brauche nicht. Scheiße. Aber pff, ich war ein Idiot. Bin ich vielleicht immer noch, wer weiß. Jedenfalls habe ich hier tolles Item bekommen. Und was ist hier drin? Jo, eins der wertvollsten Items. Also der wertvollsten Diamanten, Geld haben. Okay, hier ist noch irgendwas. Kommt da hoch? Ja, egal. Oh, fast. Das lasse ich lieber. Da oben nichts Interessantes. Oh, ja, klar. Hoho. Ja, das musste so kommen. Noch einer, danke. Hat sich ja gelohnt, auf der Mobsuche so viel Schaden zu kassieren. Oh, der hat ein gutes Item. Ein gutes Item. Den da. Oh! Fast hätte ich den einfach geklaut und das mag er nicht. Wenn er irgendwie Sachen klaut.
Dann wird er grumpig, krantig, ja, krantig, also. Ich will einen töten und so. Wo auch immer der Mops gerade ist. So, Wasser kann man kaputt machen hier quasi. Ja, irgendwo. Da bist du, Mopsi, Monty. Ja, danke. Vielleicht Mopsi, ja, den Hund haben. Oh ja, das war schlau. Tot. Oh, solche tollen Fehler kann man auch mal machen, ja. Ich hab so viel riskiert. Und das war mein Ende. Da war das so tolle Alter, also, wieso mache ich das auch? Also echt. Ich hatte alles, was ich brauchte und wollte einen Mops und naja, krieg dann unnötig viel Schaden, weil die dummen Frösche dumm rumgesprungen sind und mir das Leben schwer gemacht haben. Ah! Na gut. Da stirb. Ja, das war auch gut. Da ist wieder ein Mopsi. Mops, Monty Mops. Jo. Ja, danke, dass du da bist und mir das Leben versuchst zu erleichtern. Ich mag dich echt. Ja. Und hier ist nichts. Da war gar nicht hingehen. Ich befreie bestimmt keine dumme Fledermaus. Und du warst schon ausgelöst. Darum nehme ich hier mit. Jo. Das war aber ein anderer, oder? Ich glaube ja. Das wäre ja Zufall gewesen, wenn er überlebt hat. Auf jeden Fall, wenn du auf, egal von welcher Höhe auf Gegner springst, überlebst du alles. Kein Schaden, meine ich. Ist nicht egal von welcher Höhe du springst, du kriegst nur einen Schaden. Oh, die Spinne interessiert mich doch nicht. Und rein mit mir. Frido Bär. Voll Win. Okay, ich glaube, der Run dauert ein bisschen länger. Ich werde wohl beenden müssen, dann beende ich sonst hier. Aber egal. Wir haben ja, das ist ja nicht der erste Part, den ich hier spielen werde. Oh, wer weiß. Jedenfalls. Ja, Fraps ist dran. Oh Gott, ich dachte schon, ich hätte nicht Fraps angemacht. Ja, das wäre typisch gewesen. Das ist mir nicht das erste Mal passiert. Wäre wieder alles umsonst gewesen. Ich meine, ich bin schon mit einer Scheißstimme gesegnet. Ich meine, gestraft. Und dann mache ich noch 1000 Fehler. Ich will einfach nur mal Let's Play. Ne? Ach, mal sehen, wie das ist. Und vielleicht ein paar Videos hochladen und hoffen, dass irgendjemand zuhört. Naja. Das wäre schon toll irgendwie. Naja, ich ist ein. Eigentlich ist ja so, letztes Mal, als ich dieses so, also das eine Let's Play aufgenommen habe, was eigentlich toll klang, bis auf die Verkehrsgeräusche, die ich ja später gemerkt habe, war ich voll stolz. Ich dachte, mein erstes Let's Play endlich mal hinbekommen, aber nein. Ich muss mit Schrecken feststellen, das konntest du so nicht zeigen. Diese Autogeräusche sind zu nervig. Gerade wo ich so toll auch in dem Spiel, also ich alles toll kommentiert habe, erklärt, alles. Ich bin mir sicher, das war super toll, aber naja. Schwamm drüber. Ein paar Tränen habe ich jetzt nicht vergossen, aber sollte ich vielleicht noch, damit ich den Schmerz überwinden kann, den ich mir dazu gefügt habe. Ja, das muss ich erstmal verdauen, dieses. Oh, es hat aber was Tolles drin, also eine Niete, ein Gegner. Und, oh, den nehmen wir mit. Und den können wir auch mitnehmen. Vielen Dank. Okay, jetzt kann ich nämlich fliegen. Das ist nicht gerade unpraktisch. Oh. Und damit können wir natürlich durch alles. Habt ihr ja schon gesehen, da Items und Items, die man da findet, können wir quasi also mitnehmen alles im Boden, ohne Bomben zu verschwenden. Davon hat man nicht unendlich viele. Nicht so wie letzte Runde, wo ich so einfach so viele kaufen konnte. Oh yes, man, fliegen. Ist das Beste hier. Erleichtert das Spiel auch um einiges. Auch wenn ich bisher trotzdem verkackt habe. Man kann aber nicht ewig fliegen. Das ist wichtig, dass man sich das merkt. Da. Ja, toll, das wollte ich nicht. Geist kommt, ja, wusste ich doch. Der Geist, der will mich immer noch töten. Warum gehen wir lieber? Ciao, Geist! Dich will ich nicht. Ich will dich nicht berühren und sterben. Ah, schade, dass er die nicht mitnehmen kann, dass er mal versteckt ist. Ups, ja, die krieg ich nicht. Ich kann nicht in der Luft schlagen und auch nicht, wenn ich den. Also, wenn ich da. Das tolle. Die Handschuhe hatte, die wird mir hier nichts bringen. Ich kann leider nicht, denn dann macht er
nichts. Ja! Und ich habe immer ein Item dabei, der das auslöst. Okay. Oh, dann nehmen wir. Eigentlich wollte ich hier gar nicht, ja. Okay. Oh, das wollte ich auch nicht. Ja, dich wollte ich auch nicht mich von dir hinten lassen. Oh nein. Was macht man nicht hier alles? Ja, den kriege ich. Doch, ich würde den kriegen. Kann er übrigens kaputt gehen. Wenn man zu oft rumhackt. Oh ja, das wollte ich. Da. Danke. Aber ist mir jetzt eigentlich egal. Da, das können wir noch mitnehmen. Ups, ups. Ups, ups. Ah, das machen wir lieber nicht. Aber das, den können wir mitnehmen. Das wird ja wieder gruntig, krantig. Ich will ich nicht. So. Das ist eine Schlangengrube. Ich habe gar nicht gesehen, dass das eine Schlangenebene ist. Naja, Waffe kommt auch. Ja. Hat sich nicht mal die Musik verändert bisher. Oh. Ich glaube, das überlebt ja nicht mehr lange. Ja, klar. Ich bin nicht mal in seiner Nähe, du. So fast das Kind. Ich meine, du alter Mann, der einen Laden hat und den natürlich beschützt. Wie konnte ich nur annehmen, dass du da. Du beschützt ihn von nichts, weil jemand in der Decke irgendwas reinhaut und noch meilenweit von dir entfernt ist. Ich hasse dich. Da, das hat irgendwie geklappt. Oh ja, da war eine. Ja! Ja, ich hab trotzdem noch einen Neiger. Okay, gehen wir mal weiter. Was war das? Irgendein Fallschirm. Von wo auch immer das herkam. Okay, an dem Irren muss ich jetzt erstmal auch noch vorbei. Na, der Irre, der einfach wild irgendwas jetzt hier rumballert. Und mich wahrscheinlich töten will. Also töten wird. Ah, hast du. Ja, was soll ich denn machen? Ja, hat mich erwischt. Okay, dann beenden wir damit. Der Part ist vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Wenn uns kein Irrer, Ladenbesitzer und Geist verfolgt. Hoffentlich. Ciao.